Albert Einstein, 1879 bis 1955. Jedes Kind kennt dieses Bild. Es zeigt einen alten Mann mit einem wilden Wuschelkopf, einem faltigen Gesicht und einem großen Schnauzbart, der seinem Betrachter die Zunge rausstreckt. Ihr könnt mich allemal, könnte diese Geste heißen. Oder ich denke gar nicht daran, mich in irgendwelche gesellschaftlichen Normen zu fügen. Aber auch, lasst mich doch endlich alle in Ruhe. Wahrscheinlich will der 72-Jährige, der dieses Foto im Jahr seiner Aufnahme als Geburtstagskarte an alle Freunde und Verwandte schickt, von allem ein bisschen ausdrücken. Wahrscheinlich will er wieder einmal zum Ausdruck bringen, dass für ihn keine Regeln gelten und dass er mit Freude alle Tabus bricht. Der Mann auf dem Bild ist kein geringerer als der weltberühmte Physiker Albert Einstein. Geboren wird Albert am 14. März 1879 als erstes Kind von Hermann und Pauline Einstein in Ulm. Die Familie ist jüdischen Glaubens, praktiziert das jüdische Leben aber nicht. Statt sich an religiöse oder gesellschaftliche Konventionen zu halten, gelten die Einsteins als liberal und freigeistig. Sie lieben Literatur und Musik. Das strenge Obrigkeitsdenken, das in Deutschland vorherrscht, ist ihnen ein Greuel. Als Albert ein halbes Jahr alt ist, zieht die Familie nach München. Der Junge entwickelt sich sehr zögerlich. Vor allem das Sprechen scheint ihm schwer zu fallen. Er ist bereits 3 Jahre alt, als das erste Wort über seine Lippen kommt. Doch anders als sonst bei kleinen Kindern üblich, spricht er nicht nur einzelne Worte, sondern gleich lange, vollständige Sätze. Im Nachhinein heißt es in der Familie Einstein, Albert habe sich so viel Zeit mit dem Sprechen gelassen, weil er es besonders gut machen wollte. In München kommt 1881 Alberts Schwester Maria zur Welt. Sie wird von den Eltern liebevoll Maja genannt. Die Geschwister verbindet ein enges Band, das bis zu Majas Tod 1951 niemals abreißen sollte. Entgegen vieler anderslautender Gerüchte ist Albert kein schlechter Schüler. In den mathematischen Fächern sind seine Leistungen so hervorragend, dass man ihn heute wohl als hochbegabt bezeichnen würde. Nur die Fremdsprachen bereiten ihm einige Mühe. Albert besucht zunächst eine Volksschule in München, kann dann 1888 aber aufgrund seiner guten Zensuren auf das Luitpold-Gymnasium wechseln. Das Luitpold, wie die Schule salopp genannt wird, ist Ende des 19. Jahrhunderts eine Elite-Lehranstalt. Mit militärischem Drill werden die Jungen zu gehorsamen Männern erzogen. Eine eigene Meinung, kritische Fragen oder gar selbstständiges Arbeiten sind nicht erwünscht. Im Gegenteil, als guter Schüler gilt, wer gut auswendig lernen kann. Für Albert ein inakzeptabler Zustand. Die liberale Erziehung in seinem Elternhaus hat ihn geprägt. Er versteht nicht, warum er sich an dieser Schule Autoritäten unterordnen soll, die er gar nicht als solche anerkennt. Immer wieder bekommt er Schwierigkeiten. Als die Eltern merken, dass Albert in der Schule nicht genug gefördert wird, lassen sie ihm zusätzlich Privatunterricht erteilen. Max Talmud, ein Medizinstudent, stillt ab 1889 einmal wöchentlich den immensen Wissensdurst des Jungen. Neben den Naturwissenschaften, für die sich Albert, seit er von seinem Vater einen Kompass bekommen hatte, extrem interessiert, steht auch jüdischer Religionsunterricht auf dem Lehrplan. Es dauert nicht lange, bis Talmud merkt, welche außergewöhnlichen Fähigkeiten in seinem Schüler stecken. Bald war der Flug seines mathematischen Genies so hoch, dass ich ihm nicht mehr folgen konnte, sagt er später über Albert. »1894 ziehen die Eltern mit Maja nach Italien. Sie lassen sich in Mailand nieder, weil der Vater hofft, dort beruflich Fuß fassen zu können. Albert soll in München bleiben und das Gymnasium beenden. Doch bereits nach 6 Monaten verlässt er das Luitpold ohne Abschluss und reist der Familie hinterher. Der Drill in der Schule war ohne das freigeistige familiäre Umfeld für den inzwischen 15-Jährigen einfach unerträglich.« In Mailand ist es Albert zunächst etwas langweilig. Er hat keine richtige Aufgabe und kennt keinen, mit dem er sich über seine naturwissenschaftlichen Forschungen austauschen kann. Da hat Onkel Jakob einen guten Tipp für den Jungen.
In Zürich gibt es ein Polytechnikum, auf dem man auch ohne Abitur studieren kann. Von nun an büffelt Albert jeden Tag für die Aufnahmeprüfung, die im Oktober 1895 stattfinden soll. Aber das Glück ist ihm nicht hold. Obwohl er in den mathematischen Fächern brilliert, wird er abgelehnt. Seine Fremdsprachenkenntnisse reichen nicht aus. Um seinem Ziel trotzdem einen Schritt näher zu kommen, drückt Albert nun doch noch einmal die Schulbank. Er besucht die Kantonsschule im schweizerischen Aarau. Was er dort erlebt, ist mit seiner Schulerfahrung in München nicht zu vergleichen. Zum einen sind die Lehrinhalte sehr fortschrittlich. Neben humanistischen werden auch kaufmännisch-technische Inhalte gelehrt. Zum anderen wird viel Wert auf die Selbstständigkeit der Schüler gelegt. Für Albert das ideale Umfeld, um doch noch zu einem Schulabschluss zu kommen. Hier reift auch die Idee, sein Leben der theoretischen Physik zu widmen. Der Grundstein für die Entwicklung der Relativitätstheorie ist gelegt. Kaum hat Albert 1896 die Schule beendet, legt er die deutsche Staatsbürgerschaft ab. Er will Schweizer werden, denn der liberale Geist, der bei den Eidgenossen herrscht, sagt ihm so viel mehr zu als der Obrigkeitsgehorsam im wilhelminischen Deutschland. Dies ist auch ein Grund dafür, dass er sich entscheidet, sich noch einmal am Polytechnikum in Zürich zu bewerben, statt sich an einer renommierten Universität in Berlin oder Göttingen einzuschreiben. Dieses Mal wird Albert genommen. Er studiert Physik, besucht aber auch Vorlesungen in Geologie, Philosophie und Geschichte. Das Studium bereitet ihm wenig Mühe. Immer wieder glänzt er durch Abwesenheit. Den Grund dafür beschreibt er später so: Nach Abschluss der Studien kannte man die Vergangenheit der Physik, aber nicht ihre Gegenwart und ihre Zukunft. Wir waren also darauf angewiesen, die neue Literatur privat zu studieren. Während seiner Zeit am Polytechnikum lernt Albert Einstein die Serbin Mileva Maric kennen. Sie studiert ebenfalls Physik und verfolgt wie er große Ziele. Sie will sich als eine der ersten Frauen Europas als Naturwissenschaftlerin einen Namen machen. Neben dem gemeinsamen Studium verbinden die beiden auch bald private Interessen. Sie verlieben sich ineinander und beschließen, eine gemeinsame Familie zu gründen. Alberts Eltern sind gar nicht entzückt, als sie erfahren, dass die beiden sich im Jahr 1900 verloben. Vor allem seine Mutter sieht in der ehrgeizigen Serbin nicht die fürsorgliche und häusliche Frau, die sie sich für ihren Sohn gewünscht hatte. 1901 ist ein wichtiges Jahr in Alberts Leben. Er erhält die Schweizer Staatsbürgerschaft, veröffentlicht seine erste wissenschaftliche Arbeit, die in die Annalen der Physik eingeht, und wird Aushilfslehrer in Schaffhausen und Winterthur. Mileva hat weniger Glück. Sie fällt zweimal durch die Diplomprüfung und kann ihr Studium nicht abschließen. Als sie dann auch noch erfährt, dass sie ein Kind von Albert erwartet, geht sie zurück in ihre Heimat. Erst nach der Geburt von Tochter Lisal 1902 kehrt sie in die Schweiz zurück, allerdings ohne das Kind. Bis heute ist unklar, ob Albert Einstein seine Tochter jemals kennengelernt hat oder ob sie ihr ganzes Leben bei Milevas Familie in Serbien verbrachte. Als Albert und Mileva 1903 endlich heiraten, hat er bereits eine lukrative Stellung am Berner Patentamt. Er ist dort Experte dritter Klasse. Doch diese Tätigkeit lastet den jungen Wissenschaftler nicht aus. Zusammen mit dem Mathematiker Konrad Habicht und dem Philosophen Maurice Solowin debattiert er in der sogenannten Akademie Olympia über theoretische Physik, philosophische Fragen und zeitgenössische Literatur. Für Mile war eine schwere Zeit. Denn als 1904 Hans Albert geboren wird, erwartet ihre Umwelt, dass sie sich liebevoll um das Kind kümmert. Und so fügt sie sich widerwillig in ihre Rolle. Von ihrem Mann erhält die junge Mutter keine Unterstützung. Albert ist viel zu beschäftigt mit seinen Ideen und Visionen. 1905, dem sogenannten Wunderjahr, veröffentlicht er eine Reihe von Arbeiten, die ihn für immer unsterblich machen sollen. Im März beendet Albert seine Arbeit über die Lichtquantenhypothese, für die er 1921 den Nobelpreis erhält. Im April schließt er seine Forschung über die Bestimmung der Moleküldimension ab.
Im Mai geht er mit der Arbeit zur Brownschen Bewegung erneut in die Annalen der Physik ein, ebenso wie mit der Arbeit zur Elektrodynamik bewegter Körper im Juni und seiner Herleitung der Äquivalenz von Masse und Energie, die in der Formel E gleich mc Quadrat gipfelt. All diese Veröffentlichungen bringen ihn auch beruflich voran. Im kommenden Jahr wird ihm die Doktorwürde verliehen und er erhält eine Beförderung zum Patentexperten zweiter Klasse. Inspiriert von den vielen Ideen und Bauplänen, die er im Patentamt tagtäglich zur Prüfung auf den Tisch bekommt, macht Albert auch selbst kleine Erfindungen. Keine davon sollte aber von großer Bedeutung sein. In den kommenden Jahren geht Alberts Universitätskarriere zügig voran. 1908 wird Einstein Privatdozent an der Universität Bern und im Jahr darauf folgt er einem Ruf an die Universität Zürich als außerordentlicher Professor für theoretische Physik. Seinen Dienst im Patentamt quittiert er in diesem Zusammenhang. Schon längst ist der inzwischen 30-jährige Albert Einstein weit über die Schweizer Grenzen hinaus bekannt. Mehrere Universitäten in Europa würden sich gerne mit der Feder Einstein schmücken. Doch zunächst veranlasst den Mann mit den charakteristischen Wuschelhaaren und dem großen Schnurrbart nichts, seinen Lehrstuhl in Zürich aufzugeben. »1910 kommt Eduard, der zweite Sohn von Albert und Mileva, in Zürich zur Welt. Um die Ehe der beiden ist es zu dieser Zeit schon nicht mehr allzu gut bestellt. Mileva ist sehr eifersüchtig und versucht, ihren Mann ständig zu kontrollieren. Eine Angewohnheit, die dem Freigeist Albert völlig widerstrebt. So vertritt er öffentlich die Ansicht, dass die Ehe der erfolglose Versuch sei, einen Zufall zu etwas Dauerhaftem zu machen.« und der Mann ohnehin nicht für eine monogame Beziehung geschaffen sei. Für seine Frau ein Schlag ins Gesicht. Trotzdem bleiben die beiden zunächst zusammen. Erst als Albert nach einer kurzzeitigen Lehrtätigkeit an der Deutschen Universität in Prag nach Berlin gehen will, trennt sich Mileva von ihrem Mann und kehrt 1914 zusammen mit den beiden Söhnen nach Zürich zurück. Für Albert kein allzu großer Verlust. Längst hatte er sich mit seiner Cousine Elsa eingelassen und in ihr eine Frau gefunden, die sich gerne um seinen Haushalt und seine Kleidung kümmert, ohne ihm ständig Vorwürfe zu machen. In Berlin findet Einstein ideale Bedingungen vor. Da er auf Empfehlung von Max Planck an die Preußische Akademie der Wissenschaften geholt worden war, genießt er hier alle Freiheiten. Er muss keine Lehrveranstaltungen abhalten, sondern kann sich ganz seinen eigenen Studien widmen. Als unmittelbar nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs an der Berliner Universität eine Propagandaschrift kursiert, die viele seiner Professorenkollegen bereitwillig unterzeichnen, wird Einstein zum ersten Mal in seinem Leben auch politisch aktiv. Er veröffentlicht ein Gegenmanifest und positioniert sich ganz klar als Pazifist. Während der Kriegsjahre zieht sich Albert Einstein ganz in sein Arbeitszimmer zurück. Er ist dabei, die allgemeine Relativitätstheorie zu entwickeln und hat kein Verständnis für die aufgeputschte Kriegsstimmung um sich herum. Als er 1916 seine Ergebnisse präsentiert, ist er in einer Verfassung, die man heute wohl als Burnout-Syndrom bezeichnen würde. Eine Reihe schwerer Erkrankungen ist die Folge, von denen er sich erst 1920 wieder ganz erholt. Während dieser Zeit lässt er nur eine Person an sich heran. Seine Cousine Elsa. Ihr gibt er nach seiner Scheidung von Mileva 1919 das Ja-Wort. An seiner Einstellung zum Eheleben und zur Monogamie ändert sich aber auch durch die zweite Eheschließung nichts. Als am 29. Mai 1919 eine Sonnenfinsternis stattfindet, aufgrund derer britische Forscher nachweisen können, dass Einsteins Berechnungen zur Lichtablenkung richtig sind, wird er über Nacht zum Weltstar. Gegenwärtig debattiert jeder Kutscher und jeder Kellner, ob die Relativitätstheorie richtig ist. Mit mir hat man seit dem Bekanntwerden der Lichtkrümmung einen Kultus getrieben, dass ich mir vorkomme wie ein Götzenbild, wundert sich Einstein selbst über die Resonanz auf seine Veröffentlichung. Doch der Ruhm wird schnell von antisemitischen Angriffen überschattet. Arische Naturforscher versuchen, die Arbeit des jüdischen Einsteins zu widerlegen.
Zunächst ist Einstein, für den der jüdische Glaube in seinem Leben nie eine große Rolle gespielt hatte, nur verwirrt. Als dann aber 1922 sein Freund Walter Rathenau auf offener Straße von zwei antisemitischen Rechtsradikalen erschossen wird, erkennt Einstein langsam, welche politische Gesinnung sich in Deutschland verbreitet. Er unternimmt in den folgenden Jahren mehrere Reisen. Zum einen, weil er viele Ehrungen erhält, die er selbst in Empfang nehmen will. Zum anderen, weil er hofft, dass sich das politische Klima in Deutschland im Laufe der Zeit wieder verbessern würde. So reist er 1923 unter anderem nach Palästina, um den Grundstein für die Hebräische Universität in Jerusalem zu legen, und wird der erste Ehrenbürger der Stadt Tel Aviv. Das Angebot, seinen Wohnsitz dauerhaft nach Jerusalem zu verlegen, um den Anfeindungen in Deutschland zu entfliehen, lehnt er aber dankend ab. Zu fern ist ihm die Lebensweise der orthodoxen Juden in Palästina. Einen letzten großen öffentlichen Auftritt in Deutschland hat Albert Einstein am 22. August 1930. Er eröffnet die Funkausstellung in Berlin. Verehrte Ahn und Abwesende, wenn ihr den Rundfunk hört, so denkt auch daran, wie die Menschen in den Besitz dieses wunderbaren Werkzeuges der Mitteilung gekommen sind. Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Fantasie des technischen Erfinders. In seiner Rede führt er aus, welche wunderbare technische Errungenschaft der Rundfunk ist, der es allen Menschen ermöglicht, Originaltondokumente zu empfangen und nicht nur durch gedruckte Artikel in Zeitschriften informiert zu werden. Für ihn ist der Rundfunk ein wichtiges Mittel der Demokratie. Welche Fehleinschätzung, wenn man bedenkt, dass die Nazis den Volksempfänger nur kurze Zeit später als wichtigstes Propagandainstrument einsetzen. Gerade noch rechtzeitig gelingt es Albert und Elsa Einstein im Dezember 1932, ihre Zelte in Hitler-Deutschland abzubrechen. Sie reisen nach Amerika, wo Albert an das Institute for Advanced Study in Princeton berufen wird. Immer wieder äußert er sich in dieser Zeit auch zu politischen Themen. So prangert er die massiven Menschenrechtsverletzungen der Nazis an und legt demonstrativ sein Amt an der Preußischen Akademie der Wissenschaften nieder. Er ist erklärter Pazifist und tut dies bei jeder Gelegenheit kund. Umso dramatischer sind deshalb für ihn die Auswirkungen einer Unterschrift, die er 1939 leistet. Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges unterzeichnet er auf Drängen einiger amerikanischer Wissenschaftler einen Brief an Präsident Roosevelt, in dem dieser aufgefordert wird, den Bau der Atombombe voranzutreiben. Der Hintergrund dieses Schreibens ist die Annahme, dass Forscher an der Universität Berlin kurz vor der Fertigstellung einer solchen Waffe stünden und die Welt somit bald von Deutschland aus bedroht werden würde. Tatsächlich stellt sich diese Annahme jedoch als Fehleinschätzung heraus. Den Deutschen gelingt es nicht, eine Atombombe zu bauen. Und die Vereinigten Staaten werden mit dem Angriff auf Hiroshima die erste Großmacht sein, die diese Massenvernichtungswaffe zum Einsatz bringt. Für Einstein ein harter Schlag. Bis ans Ende seines Lebens beteuert er immer wieder, dass er zwar mit seiner Formel E gleich mc Quadrat, also dem Satz von der Umwandlung von Masse in Energie, die theoretische Grundlage für den Bau der Atombombe geschaffen hat, dass er sich als Forscher aber niemals mit Uran, den Alphastrahlen oder mit Neutronen befasst habe. Um seine Unschuld zu unterstreichen, gründet er 1945 das Emergency Committee of Atomic Scientists, das sich zur Aufgabe macht, die friedliche Nutzung der Atomenergie voranzutreiben und vor den verheerenden Folgen der atomaren Aufrüstung zu warnen. Bis ans Ende seines Lebens, am 18. April 1955, widmet er seine ganze Kraft dieser Aufgabe. Pablo Picasso, 1881 bis 1973. Noch ein letzter Blick auf die übermannshohe, fast quadratische Leinwand,
Dann legt Picasso den Pinsel zur Seite. Das Gemälde Les Demoiselles d'Avignon ist fertig. Die Anspannung des Künstlers steigt. Er spürt, mit diesem Bild hat er Neuland betreten. Was werden seine Kritiker von diesem neuartigen Gemälde halten? Die Aufregung ist in der Tat groß, als das Bild der Öffentlichkeit präsentiert wird. Denn Picasso hat die Realität radikal verändert. Die abgebildeten Mädchen sind zwar tatsächlich Prostituierte, aber der Betrachter weicht vor ihren Avancen entsetzt zurück. Wilde, maskenhaft verzerrte Gesichter verleihen dem Bild eine unheimliche Kraft. Dieses Werk, das erste, das die Bezeichnung kubistisch verdient, stößt zu Beginn des 20. Jahrhunderts durchweg auf Ablehnung. Eine Welle der Empörung und des Spotts schlägt Picasso entgegen. Und das, obwohl der 26-jährige Maler bereits äußerst angesehen ist. Sogar seine Freunde und ihm wohlgesonnene Kritiker sehen durch das Werk die gängige Kunstvorstellung missachtet. Doch mit diesem Gemälde hat Picasso einen Meilenstein in der Kunst des 20. Jahrhunderts gesetzt und den Grundstein für eine neue Kunstrichtung gelegt, den Kubismus. Immer auf der Suche nach Neuem experimentiert Pablo Picasso sein ganzes Leben lang mit verschiedenen Techniken. Sein Vermächtnis, das über 15.000 Werke umfasst, setzt sich zusammen aus einem Repertoire traditioneller und experimenteller Malerei, aus Grafiken, Lithografien und Skulpturen. Sie alle sind facettenreich, lebendig und anregend. Mit seinem Schaffen hat er neben dem Kubismus viele weitere moderne Kunststile beeinflusst. Pablo Picasso, das Universalgenie, ist einer der größten, wenn nicht sogar der größte Repräsentant der modernen Kunst. Schon zu Lebzeiten wird er zur Legende. Am 25. Oktober 1881 kommt das erste Kind des Malers José Ruiz Blasco und dessen Frau Maria Picasso López zur Welt. Pablo Ruiz y Picasso. Seine Kindheit verbringt Pablo in seiner spanischen Geburtsstadt Malaga. Schon früh regt ihn sein Vater zu malen an und erteilt ihm Zeichenunterricht. Der Junge ist begabt. Bereits mit 11 Jahren besucht er die Kunstschule von La Coruña. Im Herbst 1895 ziehen die Picassos nach Barcelona um, denn der Vater hat an der dortigen Kunstakademie eine Professur erhalten. Doch nicht nur der Vater, auch der Sohn kommt einen großen Schritt weiter. Pablo besteht die Aufnahmeprüfung an der Kunstakademie mit Bravour. Er ist ein brillanter Student und darf 2 Klassen überspringen. Seine Bilder, in altmeisterlicher Manier gemalt, versetzen alle in Erstaunen. Bereits zu dieser Zeit wird Picasso von den Malerkollegen seines Vaters und Lehrers als einer der ihren anerkannt. Kaum 16 Jahre alt wird Pablo in die Königliche Akademie San Fernando in Madrid aufgenommen. Und bereits 2 Jahre später eröffnet er in der spanischen Hauptstadt seine erste Ausstellung. Der junge Künstler Picasso wird zusehends bekannter. Sein Geld verdient er sich mit Illustrationen für Zeitungen. Nun kann er endlich in die französische Hauptstadt Paris reisen, von der er während seines Studiums so viel gehört hatte. Zusammen mit seinem Freund Casagemas macht er sich im Oktober 1900 auf den Weg. Die beiden jungen Männer beziehen ein Atelier am Montmartre. Und Picasso hat Glück. Seine Kunst lässt sich in Paris gut verkaufen. Der Direktor der Kulturzeitschrift Le Figaro bietet ihm 150 Francs im Monat für 3 Bilder. Ein Einkommen, das Pablo für ein ganzes Jahr ein unbeschwertes Leben in der Kunstmetropole Paris ermöglichen sollte. Doch die unbeschwerte Zeit ist nur von kurzer Dauer. 1901 treibt Liebeskummer Picassos Freund Casagemas in den Selbstmord. Der junge Künstler ist fassungslos. Tief getroffen sucht er Zuflucht in der Malerei. Es beginnt die sogenannte blaue Periode, in der schwermütige Bilder wie die Absinthtrinkerin entstehen. In dieser Schaffensphase entwickelt er erstmals einen eigenen Malstil. Die Werke dieser Periode werden von verschiedenen Blautönen dominiert, die den melancholischen Unterton der behandelten Themen unterstreichen. Picasso zeigt die bitteren Seiten des Lebens. Menschen mit dünnen, halb verhungerten Körpern, die in Armut und Einsamkeit leben. Von nun an signiert er seine Bilder nur noch mit Picasso.
dem Namen seiner Mutter. Nach zahlreichen Reisen in sein Heimatland Spanien und in verschiedene französische Städte lässt sich Picasso 1904 endgültig in Paris, in der Rue Radignan 13, nieder. In der französischen Hauptstadt verliebt er sich in Fernande Olivier. Die hübsche junge Frau wird seine Geliebte und steht ihm für zahlreiche Gemälde Modell. Durch diese Liaison wird Picasso zunehmend fröhlicher und auch seine Farbpalette wird bunter. Picassos Rosa-Periode beginnt. Zahlreiche Besuche im Zirkus inspirieren ihn. Er malt bunte Clowns, Akrobaten und Gaukler. In diesen Studien offenbart sich sein überragendes grafisches Können. 10 Jahre später wird sein berühmtes Bild einer Gauklerfamilie für stolze 11.500 Francs versteigert. Picasso ist noch keine 30 Jahre alt, als er die blaue und rosa Periode hinter sich lässt, denn die Bekanntschaft mit Georges Braque im Frühjahr 1907 ist der Beginn einer völlig neuen Kunstrichtung, des Kubismus. Picasso und Braque, deren Zusammenarbeit von einer tiefen, von gemeinsamem Suchen bestimmten Vertrautheit geprägt ist, studieren zunächst die Werke Paul Cézannes und lassen sich von ihm, dem Vater der Moderne, inspirieren. Picasso bricht mit der bisher geltenden Ästhetik. Die Spuren der Realität verwischt er, die Zentralperspektive gibt er auf und die Darstellung reduziert er auf wenige geometrische Formen. Aus diesen Gestaltungsgrundsätzen entwickelt sich die Bezeichnung dieses neuen Stils, Kubismus. Als 1911 die Beziehung mit Fernande kriselt, beginnt Picasso eine Affäre mit Eva Guell. Mit der neuen Frau an seiner Seite geht auch ein neuer Kunststil einher, der analytische Kubismus. Es entsteht die bekannte Collage »Stillleben mit Stuhl«, in der ein aufgeklebtes Wachstuch das Rohrgeflecht imitiert. Picasso will in die Kunst bisher fremde Materialien aus der Alltagswelt wie Zeitungsartikel, Etiketten und Werbeslogans integrieren und diese mit dem üblichen Malmaterial konfrontieren. Die in dieser Zeit entstehenden Klebebilder, sogenannte Papier Collé, leiten zum synthetischen Kubismus über. Gegenstände wie beispielsweise eine Gitarre werden in große, flächige, zeichenhafte Formen aufgelöst. Personen werden gleichzeitig aus verschiedenen Blickwinkeln dargestellt. So blickt den Betrachter beispielsweise in dem Gemälde »Weiblicher Akt« von 1932 eine Frau mit der linken Gesichtshälfte an, während auf der rechten Gesichtsseite das Profil der Frau zu sehen ist. Dadurch verfügt diese Frau über 2 Nasen, eben nur aus unterschiedlichen Perspektiven. Über die sich immer stärker von der Realität entfernende Kunst sagt Picasso, sowas wie abstrakte Kunst gibt es nicht. Man muss immer mit etwas anfangen. Später kann man dann alle Spuren der Realität verwischen. Im Februar 1917 begibt sich Picasso mit seinem Künstlerfreund Jean Cocteau nach Rom, um am Bühnenbild und den Kostümen zum Ballett Parade zu arbeiten, für den russischen Impresario Diaghilev. Picasso ist verzaubert von den anmutigen Bewegungen der russischen Tänzerin Olga Koklova, die er hier kennenlernt. Er verliebt sich in sie und weicht nicht mehr von ihrer Seite. Picasso begleitet sie auf ihren Tourneen und kommt durch sie mit der vornehmen Gesellschaft in Kontakt. Picassos Lebensstil wird zunehmend pompöser. Am 12. Juli 1918 heiraten Pablo und Olga in der russischen Kirche in der Rue Daru in Paris und verbringen ihre Flitterwochen in der südfranzösischen Stadt Biarritz. Von der Geburt seines Sohnes Paolo inspiriert, beschäftigt sich Picasso auch malerisch mit diesem Thema. In dem bekannten Gemälde Mutterschaft ist eine Frau zu sehen, die hingebungsvoll ihr Kind stillt. Daneben gewinnen surrealistische Einflüsse in Picassos Werk immer mehr an Bedeutung. Mit seinem Bild »Drei Tänzer« beteiligt sich Picasso 1925 an der ersten Ausstellung der Surrealisten in Paris. Doch das Glück von Pablo und Olga ist nicht von Dauer. Nach 9 gemeinsamen Jahren befindet sich die Ehe in der Krise. Nach einer Streiterei, einer von vielen, spricht er auf der Straße die hübsche 17-jährige Marie-Therese Walter an. Sie wird bald seine Geliebte und sein Modell.
In dieser Zeit entsteht eine Serie von Federzeichnungen badender Frauen mit aggressiver sexueller Thematik. Picasso reist mit seiner Frau Olga nach Spanien, um sich Stierkämpfe anzusehen. Inspiriert von diesem Erlebnis entstehen in unterschiedlichen Techniken zahlreiche Arbeiten zum Thema Stierkampf. Immer häufiger trifft sich Picasso nun heimlich mit seiner jungen Geliebten Therese. 1935 seine Tochter Maya zur Welt bringt, bedeutet dies das endgültige Aus der Ehe mit Olga. Olga zieht mit dem Sohn Paolo aus der gemeinsamen Wohnung aus. Picasso bleibt allein zurück. Schwermütig und antriebslos malt er in dieser Zeit nur wenig, schreibt aber zahlreiche Gedichte. Später bezeichnet Picasso diese Zeit als die schlimmste seines Lebens. Als im Jahr 1936 der spanische Bürgerkrieg ausbricht, ergreift der Künstler Partei gegen Franco. Die Republikaner ernennen ihn als Dank zum Direktor des Prado-Museums in Madrid. Sein ganzes Engagement legt er im Jahrzehnt vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs neben zahlreichen weiblichen Figurenbildern vor allem in die Radierfolge Minotauromachie. In dieser Zeit entdeckt Picasso auch eine neue Leidenschaft. Er ist fasziniert von großen grafischen und plastischen Arbeiten. Picasso arbeitet oft von 2 Uhr nachmittags bis 11 Uhr abends, ohne eine Pause einzulegen. Ununterbrochen steht er vor der Leinwand. Gefragt, ob es ihn nicht ermüdet, sagt er, nein, während ich male, lasse ich meinen Körper draußen vor der Tür, wie die Moslems ihre Schuhe vor der Moschee. Am 26. April 1937 bombardieren deutsche Flugzeuge über 3 Stunden lang die kleine baskische Stadt Guernica. Die sinnlose Tötung der Zivilbevölkerung erschüttert und empört die Welt. Am 1. Mai zeichnet Picasso erste Studien für das große Gemälde Guernica, das er der spanischen republikanischen Regierung für ihren Länderpavillon auf der Weltausstellung zugesagt hat. Das Entsetzen über diesen barbarischen Luftangriff bestimmt das Thema des Monumentalgemäldes. Zu sehen ist eine Stadt in Flammen, schreiende Frauen, aufgeschlitzte Pferdeleiber, ein toter Soldat. Das ist Guernica, mit dem Picasso seine Abscheu vor der Militärkaste, die Spanien in einen Ozean der Schmerzen und des Todes gestürzt hat, ausdrückt. Als ihn ein deutscher Offizier fragt, haben Sie das gemacht? Antwortet Picasso ihm, nein, Sie. Picasso bleibt auch weiterhin politisch aktiv. Er wird Mitglied der Kommunistischen Partei Frankreichs und setzt sich für den Frieden in der Welt ein. Der auch im Alter von 60 Jahren noch äußerst agile und spontane Spanier variiert seine Kunst ebenso wie seine persönlichen Beziehungen. 1943 macht Picasso Bekanntschaft mit der jungen Malerin Françoise Gillot, die 10 Jahre lang seine Gefährtin sein wird und auch die Mutter seiner Kinder Claude und Paloma ist. Die beiden beziehen die Villa La Gauloise in Valorie, in der sie häufig Gäste empfangen. Wenn Picasso zu Tisch sitzt, zelebriert er das Leben. Spanische Musik gehört ebenso dazu wie kulinarische Köstlichkeiten, von denen er selbst aber nur wenig isst. Ihm geht es vielmehr darum, die Bewunderung seiner Gäste zu spüren und ihre Meinung zu seinen Werken zu hören. In dieser Zeit erfährt Picasso viel Anerkennung. Der spanische Maler wird auch in seiner Wahlheimat Frankreich sehr verehrt. Für sein Schaffen verleiht ihm die französische Regierung 1948 als Anerkennung die Médaille de Reconnaissance Française. Im darauffolgenden Jahr wird Picassos Lithografie »Die Taube« für das Plakat der Pariser Weltfriedenskonferenz ausgewählt. Die weiße Friedenstaube mit dem Ölzweig im Schnabel wird zum weltweit anerkannten Symbol für den Frieden. Neben der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Thema Krieg und Frieden beteiligt sich Picasso zusammen mit dem von ihm über alle Maßen geschätzten Henri Matisse auch an einem Friedensaufruf. Im Alter von 80 Jahren läuten für Picasso noch einmal die Hochzeitsglocken, als er seine langjährige Geliebte Jacqueline Rock zum Traualtar führt. Die beiden ziehen in das Landhaus Notre-Dame de Vie in Mougins ein. Doch das Zusammenleben mit Picasso ist schwierig.
Zeit seines Lebens ist er ein äußerst tyrannischer Mann, der keinen Widerspruch duldet. Selbst in diesem hohen Alter ist Picasso noch täglich in seinem Atelier anzutreffen. Und er hat wieder an einem neuen Werkstoff Gefallen gefunden, Beton. 4 monumentale Betonskulpturen, die nach Picassos Kartonentwürfen angefertigt wurden, werden in Stockholm ausgestellt. Die Ehrungen und Auszeichnungen, die Picasso erhält, werden immer bedeutender. 1963 ehrt ihn die Stadt Barcelona mit einem eigenen Museum, das später den größten Teil seines Nachlasses erhalten soll. Eine weitere Auszeichnung lässt ihm Frankreich zuteil werden, indem es überhaupt das erste Mal eine Retrospektive eines noch lebenden Künstlers veranstaltet. Die Ausstellung findet 1971 anlässlich seines 90. Geburtstags im Louvre statt. Am 16. April 1973 stirbt Pablo Picasso in Mougins im Alter von 92 Jahren und wird im Garten seines Schlosses in der Nähe von Cannes beigesetzt. Hinterlassen hat Picasso ein umfangreiches künstlerisches Vermächtnis und eine leere, wohl aber mit seinem Namen signierte Leinwand. Vielleicht ein Fingerzeig dafür, dass sein Werk keinesfalls beendet ist, sondern in seiner Wirkung weit über seinen Tod hinausreichen wird. Albert Einstein, 1879 bis 1955. Jedes Kind kennt dieses Bild. Es zeigt einen alten Mann mit einem wilden Wuschelkopf, einem faltigen Gesicht und einem großen Schnauzbart, der seinem Betrachter die Zunge rausstreckt. Ihr könnt mich allemal, könnte diese Geste heißen. Oder ich denke gar nicht daran, mich in irgendwelche gesellschaftlichen Normen zu fügen. Aber auch lasst mich doch endlich alle in Ruhe. Wahrscheinlich will der 72-Jährige, der dieses Foto im Jahr seiner Aufnahme als Geburtstagskarte an alle Freunde und Verwandte schickt, von allem ein bisschen ausdrücken. Wahrscheinlich will er wieder einmal zum Ausdruck bringen, dass für ihn keine Regeln gelten und dass er mit Freude alle Tabus bricht. Der Mann auf dem Bild ist kein geringerer als der weltberühmte Physiker Albert Einstein. Geboren wird Albert am 14. März 1879 als erstes Kind von Hermann und Pauline Einstein in Ulm. Die Familie ist jüdischen Glaubens, praktiziert das jüdische Leben aber nicht. Statt sich an religiöse oder gesellschaftliche Konventionen zu halten, gelten die Einsteins als liberal und freigeistig. Sie lieben Literatur und Musik. Das strenge Obrigkeitsdenken, das in Deutschland vorherrscht, ist ihnen ein Greuel. Als Albert ein halbes Jahr alt ist, zieht die Familie nach München. Der Junge entwickelt sich sehr zögerlich. Vor allem das Sprechen scheint ihm schwer zu fallen. Er ist bereits 3 Jahre alt, als das erste Wort über seine Lippen kommt. Doch anders als sonst bei kleinen Kindern üblich, spricht er nicht nur einzelne Worte, sondern gleich lange, vollständige Sätze. Im Nachhinein heißt es in der Familie Einstein, Albert habe sich so viel Zeit mit dem Sprechen gelassen, weil er es besonders gut machen wollte. In München kommt 1881 Alberts Schwester Maria zur Welt. Sie wird von den Eltern liebevoll Maja genannt. Die Geschwister verbindet ein enges Band, das bis zu Majas Tod 1951 niemals abreißen sollte. Entgegen vieler anderslautender Gerüchte ist Albert kein schlechter Schüler. In den mathematischen Fächern sind seine Leistungen so hervorragend, dass man ihn heute wohl als hochbegabt bezeichnen würde. Nur die Fremdsprachen bereiten ihm einige Mühe. Albert besucht zunächst eine Volksschule in München, kann dann 1888 aber aufgrund seiner guten Zensuren auf das Luitpold-Gymnasium wechseln. Das Luitpold, wie die Schule salopp genannt wird, ist Ende des 19. Jahrhunderts eine Elite-Lehranstalt. Mit militärischem Drill werden die Jungen zu gehorsamen Männern erzogen. Eine eigene Meinung, kritische Fragen oder gar selbstständiges Arbeiten sind nicht erwünscht. Im Gegenteil, als guter Schüler gilt, wer gut auswendig lernen kann. Für Albert ein inakzeptabler Zustand. Die liberale Erziehung in seinem Elternhaus hat ihn geprägt. Er versteht nicht, warum er sich an dieser Schule Autoritäten unterordnen soll, die er gar nicht als solche anerkennt. Immer wieder bekommt er Schwierigkeiten.
Als die Eltern merken, dass Albert in der Schule nicht genug gefördert wird, lassen sie ihm zusätzlich Privatunterricht erteilen. Max Talmud, ein Medizinstudent, stillt ab 1889 einmal wöchentlich den immensen Wissensdurst des Jungen. Neben den Naturwissenschaften, für die sich Albert, seit er von seinem Vater einen Kompass bekommen hatte, extrem interessiert, steht auch jüdischer Religionsunterricht auf dem Lehrplan. Es dauert nicht lange, bis Talmud merkt, welche außergewöhnlichen Fähigkeiten in seinem Schüler stecken. Bald war der Flug seines mathematischen Genies so hoch, dass ich ihm nicht mehr folgen konnte, sagt er später über Albert. »1894 ziehen die Eltern mit Maja nach Italien. Sie lassen sich in Mailand nieder, weil der Berliner Universität eine Propagandaschrift kursiert, die viele seiner Professorenkollegen bereitwillig unterzeichnen, wird Einstein zum ersten Mal in seinem Leben auch politisch aktiv. Er veröffentlicht ein Gegenmanifest und positioniert sich ganz klar als Pazifist.« Während der Kriegsjahre zieht sich Albert Einstein ganz in sein Arbeitszimmer zurück. Er ist dabei, die allgemeine Relativitätstheorie zu entwickeln und hat kein Verständnis für die aufgeputschte Kriegsstimmung um sich herum. Als er 1916 seine Ergebnisse präsentiert, ist er in einer Verfassung, die man heute wohl als Burnout-Syndrom bezeichnen würde. Eine Reihe schwerer Erkrankungen ist die Folge, von denen er sich erst 1920 wieder ganz erholt. Während dieser Zeit lässt er nur eine Person an sich heran, seine Cousine Elsa. Ihr gibt er nach seiner Scheidung von Mileva 1919 das Ja-Wort. An seiner Einstellung zum Eheleben und zur Monogamie ändert sich aber auch durch die zweite Eheschließung nichts. Als am 29. Mai 1919 eine Sonnenfinsternis stattfindet, aufgrund derer britische Forscher nachweisen können, dass Einsteins Berechnungen zur Lichtablenkung richtig sind, wird er über Nacht zum Weltstar. Gegenwärtig debattiert jeder Kutscher und jeder Kellner, ob die Relativitätstheorie richtig ist. Mit mir hat man seit dem Bekanntwerden der Lichtkrümmung einen Kultus getrieben, dass ich mir vorkomme wie ein Götzenbild, wundert sich Einstein selbst über die Resonanz auf seine Veröffentlichung. Doch der Ruhm wird schnell von antisemitischen Angriffen überschattet. Arische Naturforscher versuchen, die Arbeit des jüdischen Einsteins zu widerlegen. Zunächst ist Einstein, für den der jüdische Glaube in seinem Leben nie eine große Rolle gespielt hatte, nur verwirrt. Als dann aber 1922 sein Freund Walter Rathenau auf offener Straße von zwei antisemitischen Rechtsradikalen erschossen wird, erkennt Einstein langsam, welche politische Gesinnung sich in Deutschland verbreitet. Er unternimmt in den folgenden Jahren mehrere Reisen. Zum einen, weil er viele Ehrungen erhält, die er selbst in Empfang nehmen will. Zum anderen, weil er hofft, dass sich das politische Klima in Deutschland im Laufe der Zeit wieder verbessern würde. So reist er 1923 unter anderem nach Palästina, um den Grundstein für die Hebräische Universität in Jerusalem zu legen, und wird der erste Ehrenbürger der Stadt Tel Aviv. Das Angebot, seinen Wohnsitz dauerhaft nach Jerusalem zu verlegen, um den Anfeindungen in Deutschland zu entfliehen, lehnt er aber dankend ab. Zu fern ist ihm die Lebensweise der orthodoxen Juden in Palästina. Einen letzten großen öffentlichen Auftritt in Deutschland hat Albert Einstein am 22. August 1930. Er eröffnet die Funkausstellung in Berlin. Verehrte Ahn- und Abwesende, wenn ihr den Rundfunk hört, so denkt auch daran, wie die Menschen in den Besitz dieses wunderbaren Werkzeuges der Mitteilung gekommen sind. Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Fantasie des technischen Erfinders. In seiner Rede führt er aus, welche wunderbare technische Errungenschaft der Rundfunk ist, der es allen Menschen ermöglicht, Originaltondokumente zu empfangen und nicht nur durch gedruckte Artikel in Zeitschriften informiert zu werden. Für ihn ist der Rundfunk ein wichtiges Mittel der Demokratie.
Welche Fehleinschätzung, wenn man bedenkt, dass die Nazis den Volksempfänger nur kurze Zeit später als wichtigstes Propagandainstrument einsetzen. Gerade noch rechtzeitig gelingt es Albert und Elsa Einstein, im Dezember 1932 ihre Zelte in Hitler-Deutschland abzubrechen. Sie reisen nach Amerika, wo Albert an das Institute for Advanced Study in Princeton berufen wird. Immer wieder äußert er sich in dieser Zeit auch zu politischen Themen. So prangert er die massiven Menschenrechtsverletzungen der Nazis an und legt demonstrativ sein Amt an der Preußischen Akademie der Wissenschaften nieder. Er ist erklärter Pazifist und tut dies bei jeder Gelegenheit kund. Umso dramatischer sind deshalb für ihn die Auswirkungen einer Unterschrift, die er 1939 leistet. Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges unterzeichnet er auf Drängen einiger amerikanischer Wissenschaftler einen Brief an Präsident Roosevelt, in dem dieser aufgefordert wird, den Bau der Atombombe voranzutreiben. Der Hintergrund dieses Schreibens ist die Annahme, dass Forscher an der Universität Berlin kurz vor der Fertigstellung einer solchen Waffe stünden und die Welt somit bald von Deutschland aus bedroht werden würde. Tatsächlich stellt sich diese Annahme jedoch als Fehleinschätzung heraus. Den Deutschen gelingt es nicht, eine Atombombe zu bauen. Und die Vereinigten Staaten werden mit dem Angriff auf Hiroshima die erste Großmacht sein, die diese Massenvernichtungswaffe zum Einsatz bringt. Für Einstein ein harter Schlag. Bis ans Ende seines Lebens beteuert er immer wieder, dass er zwar mit seiner Formel E=mc², also dem Satz von der Umwandlung von Masse in Energie, die theoretische Grundlage für den Bau der Atombombe geschaffen hat, dass er sich als Forscher aber niemals mit Uran, den Alphastrahlen oder mit Neutronen befasst habe. Um seine Unschuld zu unterstreichen, gründet er 1945 das Emergency Committee of Atomic Scientists, das sich zur Aufgabe macht, die friedliche Nutzung der Atomenergie voranzutreiben und vor den verheerenden Folgen der atomaren Aufrüstung zu warnen. Bis ans Ende seines Lebens, am 18. April 1955, widmet er seine ganze Kraft dieser Aufgabe. Pablo Picasso, 1881 bis 1973. Noch ein letzter Blick auf die übermannshohe, fast quadratische Leinwand, dann legt Picasso den Pinsel zur Seite. Das Gemälde Les Demoiselles d'Avignon ist fertig. Die Anspannung des Künstlers steigt. Er spürt, mit diesem Bild hat er Neuland betreten. Was werden seine Kritiker von diesem neuartigen Gemälde halten? Die Aufregung ist in der Tat groß, als das Bild der Öffentlichkeit präsentiert wird. Denn Picasso hat die Realität radikal verändert. Die abgebildeten Mädchen sind zwar tatsächlich Prostituierte, aber der Betrachter weicht vor ihren Avancen entsetzt zurück. Wilde, maskenhaft verzerrte Gesichter verleihen dem Bild eine unheimliche Kraft. Dieses Werk, das erste, das die Bezeichnung kubistisch verdient, stößt zu Beginn des 20. Jahrhunderts durchweg auf Ablehnung. Eine Welle der Empörung und des Spotts schlägt Picasso entgegen. Und das, obwohl der 26-jährige Maler bereits äußerst angesehen ist. Sogar seine Freunde und ihm wohlgesonnene Kritiker sehen durch das Werk die gängige Kunstvorstellung missachtet. Doch mit diesem Gemälde hat Picasso einen Meilenstein in der Kunst des 20. Jahrhunderts gesetzt und den Grundstein für eine neue Kunstrichtung gelegt, den Kubismus. Immer auf der Suche nach Neuem experimentiert Pablo Picasso sein ganzes Leben lang mit verschiedenen Techniken. Sein Vermächtnis, das über 15.000 Werke umfasst, setzt sich zusammen aus einem Repertoire traditioneller und experimenteller Malerei, aus Grafiken, Lithografien und Skulpturen. Sie alle sind facettenreich, lebendig und anregend. Mit seinem Schaffen hat er neben dem Kubismus viele weitere moderne Kunststile beeinflusst. Pablo Picasso, das Universalgenie, ist einer, Vater hofft, dort beruflich Fuß fassen zu können. Albert soll in München bleiben und das Gymnasium beenden. Doch bereits nach 6 Monaten verlässt er das Luitpold ohne Abschluss und reist der Familie hinterher. Der Drill in der Schule war ohne das freigeistige familiäre Umfeld für den inzwischen 15-Jährigen einfach unerträglich.
In Mailand ist es Albert zunächst etwas langweilig. Er hat keine richtige Aufgabe und kennt keinen, mit dem er sich über seine naturwissenschaftlichen Forschungen austauschen kann. Da hat Onkel Jakob einen guten Tipp für den Jungen. In Zürich gibt es ein Polytechnikum, auf dem man auch ohne Abitur studieren kann. Von nun an büffelt Albert jeden Tag für die Aufnahmeprüfung, die im Oktober 1895 stattfinden soll. Aber das Glück ist ihm nicht hold. Obwohl er in den mathematischen Fächern brilliert, wird er abgelehnt. Seine Fremdsprachenkenntnisse reichen nicht aus. Um seinem Ziel trotzdem einen Schritt näher zu kommen, drückt Albert nun doch noch einmal die Schulbank. Er besucht die Kantonsschule im schweizerischen Aarau. Was er dort erlebt, ist mit seiner Schulerfahrung in München nicht zu vergleichen. Zum einen sind die Lehrinhalte sehr fortschrittlich. Neben humanistischen werden auch kaufmännisch-technische Inhalte gelehrt. Zum anderen wird viel Wert auf die Selbstständigkeit der Schüler gelegt. Für Albert das ideale Umfeld, um doch noch zu einem Schulabschluss zu kommen. Hier reift auch die Idee, sein Leben der theoretischen Physik zu widmen. Der Grundstein für die Entwicklung der Relativitätstheorie ist gelegt. Kaum hat Albert 1896 die Schule beendet, legt er die deutsche Staatsbürgerschaft ab. Er will Schweizer werden, denn der liberale Geist, der bei den Eidgenossen herrscht, sagt ihm so viel mehr zu als der Obrigkeitsgehorsam im wilhelminischen Deutschland. Dies ist auch ein Grund dafür, dass er sich entscheidet, sich noch einmal am Polytechnikum in Zürich zu bewerben, statt sich an einer renommierten Universität in Berlin oder Göttingen einzuschreiben. Dieses Mal wird Albert genommen. Er studiert Physik, besucht aber auch Vorlesungen in Geologie, Philosophie und Geschichte. Das Studium bereitet ihm wenig Mühe. Immer wieder glänzt er durch Abwesenheit. Den Grund dafür beschreibt er später so: Nach Abschluss der Studien kannte man die Vergangenheit der Physik, aber nicht ihre Gegenwart und ihre Zukunft. Wir waren also darauf angewiesen, die neue Literatur privat zu studieren. Während seiner Zeit am Polytechnikum lernt Albert Einstein die Serbin Mileva Maric kennen. Sie studiert ebenfalls Physik und verfolgt wie er große Ziele. Sie will sich als eine der ersten Frauen Europas als Naturwissenschaftlerin einen Namen machen. Neben dem gemeinsamen Studium verbinden die beiden auch bald private Interessen. Sie verlieben sich ineinander und beschließen, eine gemeinsame Familie zu gründen. Alberts Eltern sind gar nicht entzückt, als sie erfahren, dass die beiden sich im Jahr 1900 verloben. Vor allem seine Mutter sieht in der ehrgeizigen Serbin nicht die fürsorgliche und häusliche Frau, die sie sich für ihren Sohn gewünscht hatte. 1901 ist ein wichtiges Jahr in Alberts Leben. Er erhält die Schweizer Staatsbürgerschaft, veröffentlicht seine erste wissenschaftliche Arbeit, die in die Annalen der Physik eingeht, und wird Aushilfslehrer in Schaffhausen und Winterthur. Mileva hat weniger Glück. Sie fällt zweimal durch die Diplomprüfung und kann ihr Studium nicht abschließen. Als sie dann auch noch erfährt, dass sie ein Kind von Albert erwartet, geht sie zurück in ihre Heimat. Erst nach der Geburt von Tochter Lisa 1902 kehrt sie in die Schweiz zurück, allerdings ohne das Kind. Bis heute ist unklar, ob Albert Einstein seine Tochter jemals kennengelernt hat oder ob sie ihr ganzes Leben bei Milevas Familie in Serbien verbrachte. Als Albert und Mileva 1903 endlich heiraten, hat er bereits eine lukrative Stellung am Berner Patentamt. Er ist dort Experte dritter Klasse. Doch diese Tätigkeit lastet den jungen Wissenschaftler nicht aus. Zusammen mit dem Mathematiker Konrad Habicht und dem Philosophen Maurice Solowin debattiert er in der sogenannten Akademie Olympia über theoretische Physik, philosophische Fragen und zeitgenössische Literatur. Für Mile war eine schwere Zeit. Denn als 1904 Hans Albert geboren wird, erwartet ihre Umwelt, dass sie sich liebevoll um das Kind kümmert. Und so fügt sie sich widerwillig in ihre Rolle. Von ihrem Mann erhält die junge Mutter keine Unterstützung. Albert ist viel zu beschäftigt mit seinen Ideen und Visionen. 1905, dem sogenannten Wunderjahr, veröffentlicht er eine Reihe von Arbeiten, die ihn für immer unsterblich machen sollen.
Im März beendet Albert seine Arbeit über die Lichtquantenhypothese, für die er 1921 den Nobelpreis erhält. Im April schließt er seine Forschung über die Bestimmung der Moleküldimension ab. Im Mai geht er mit der Arbeit zur Brownschen Bewegung erneut in die Annalen der Physik ein, ebenso wie mit der Arbeit zur Elektrodynamik bewegter Körper im Juni und seiner Herleitung der Äquivalenz von Masse und Energie, die in der Formel E gleich mc² gipfelt. All diese Veröffentlichungen bringen ihn auch beruflich voran. Im kommenden Jahr wird ihm die Doktorwürde verliehen und er erhält eine Beförderung zum Patentexperten zweiter Klasse. Inspiriert von den vielen Ideen und Bauplänen, die er im Patentamt tagtäglich zur Prüfung auf den Tisch bekommt, macht Albert auch selbst kleine Erfindungen. Keine davon sollte aber von großer Bedeutung sein. In den kommenden Jahren geht Alberts Universitätskarriere zügig voran. 1908 wird Einstein Privatdozent an der Universität Bern und im Jahr darauf folgt er einem Ruf an die Universität Zürich als außerordentlicher Professor für theoretische Physik. Seinen Dienst im Patentamt quittiert er in diesem Zusammenhang. Schon längst ist der inzwischen 30-jährige Albert Einstein weit über die Schweizer Grenzen hinaus bekannt. Mehrere Universitäten in Europa würden sich gerne mit der Feder Einstein schmücken. Doch zunächst veranlasst den Mann mit den charakteristischen Wuschelhaaren und dem großen Schnurrbart nichts, seinen Lehrstuhl in Zürich aufzugeben. »1910 kommt Eduard, der zweite Sohn von Albert und Mileva, in Zürich zur Welt. Um die Ehe der beiden ist es zu dieser Zeit schon nicht mehr allzu gut bestellt. Mileva ist sehr eifersüchtig und versucht, ihren Mann ständig zu kontrollieren. Eine Angewohnheit, die dem Freigeist Albert völlig widerstrebt. So vertritt er öffentlich die Ansicht, dass die Ehe der erfolglose Versuch sei, einen Zufall zu etwas Dauerhaftem zu machen. Und der Mann ohnehin nicht für eine monogame Beziehung geschaffen sei. Für seine Frau ein Schlag ins Gesicht. Trotzdem bleiben die beiden zunächst zusammen. Erst als Albert nach einer kurzzeitigen Lehrtätigkeit an der Deutschen Universität in Prag nach Berlin gehen will, trennt sich Mileva von ihrem Mann und kehrt 1914 zusammen mit den beiden Söhnen nach Zürich zurück. Für Albert kein allzu großer Verlust. Längst hatte er sich mit seiner Cousine Elsa eingelassen und in ihr eine Frau gefunden, die sich gerne um seinen Haushalt und seine Kleidung kümmert, ohne ihm ständig Vorwürfe zu machen. In Berlin findet Einstein ideale Bedingungen vor. Da er auf Empfehlung von Max Planck an die Preußische Akademie der Wissenschaften geholt worden war, genießt er hier alle Freiheiten. Er muss keine Lehrveranstaltungen abhalten, sondern kann sich ganz seinen eigenen Studien widmen. Als unmittelbar nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs an der